Gianfranco Barrichello ist tatsächlich wirklich als Multimedia-Künstler anzusprechen, weil er im Laufe seines langen Lebens unglaublich viele Medien benutzt hat, verwendet hat. Er hat angefangen als Maler, er hat also in den frühen 60er Jahren eben große Leinwände geschaffen, er hat als Zeichner gearbeitet, er hat als Objektkünstler gearbeitet, hat fantastische Objekte in den 60er und 70er Jahren geschaffen, in denen er Alltagsmaterialien verwandt hat, die bis dahin eigentlich nicht in den Kunstkontext eingeführt gewesen sind. Er hat dann in den 60er Jahren ebenso auch als Filmemacher reüssiert, insofern, dass er seinen bedeutendsten Film 1964 geschaffen hat, Verifica Incerta, in dem er Fundstücke aus Spielfilmen der 50er und 60er Jahre verwandt hat, also Found Footage verwendet hat. New media was very elementary at that time, you know, a small camera, 8 millimeters. You know. The films that are shown here are the result not of movie men, but an artist who can experiment the movement through the representation of the images in color or black and white. Eine der wichtigsten Begegnungen für Gianfranco Barrichello war das Zusammentreffen mit Marcel Duchamp, also dem eigentlich Urvater der Konzeptkunst. Die Idee von Duchamp war ja letztendlich, dass der Künstler Kraft seiner Autorität entscheiden kann, welches Objekt zu einem Kunstobjekt werden kann. Und diese Idee hat Gianfranco Barrichello aufgegriffen und hat 1972 die Agricola Cornelia gegründet, also eine künstlerische Landkommune. Und seine grundlegende Idee war, dass er den landwirtschaftlichen Prozess sozusagen zum künstlerischen Prozess erklärt hat. I've been in the position to change my life, getting out from the city, from the Rome, and acquire a small property with the building in which we started, I started the idea to cultivate the soil, not to get more. At the same time, these young people, young painters, young artists in contact with my generation. That is very happy since the many people come, made the first, not show, but something, way of living in front of the nature itself, means the vegetable kingdom and the animals at the same time. So this is what's called Fondazione Barrichello, which is still like that. And all my work of the past, many of the works which are exhibited here, are property of Fondazione Barrichello. No? So it's an abstract idea that you have no more the property of your work. The work is in public, since the foundation is a public property. Die grundlegende Idee ist dabei gewesen, dass er quasi eine Analogie darin gesehen hat, dass sowohl in der Kunst als auch im landwirtschaftlichen Prozess mehr oder weniger aus dem Nichts Werte, Güter, Materialien geschaffen werden. Diese Analogie war für ihn Grund genug, sozusagen diesen Gedankenprozess auf die landwirtschaftliche Produktion zu übertragen. Das Ganze hat im Übrigen auch als Kritik natürlich am Kunstsystem als solchem auch verfasst. Eines seiner jüngsten und auch sicherlich faszinierendsten Projekte ist das Werk, die Installation, muss man sagen, Piccola Sistema, eine Arbeit, die 2013 auf der Biennale von Venedig zu sehen gewesen ist, im Arsenale-Bereich. Und es ist wirklich ein faszinierendes Werk, in dem er quasi den Künstler zum Biologen, zum Wissenschaftler erklärt, also eine wunderbare Verbindung von Kunsttechnik und Wissenschaft. Es sieht aus, dieses Werk, wie eine biologische Versuchsanordnung. Man sieht Pflanzen, man sieht Substanzen, man sieht Zeichnungen, wo dann tatsächlich die Versuchsergebnisse festgehalten worden sind. Also eine fantastische Kombination von Kunst, Leben, von Kunst und Wissenschaft, von Biologie und künstlerischem Prozess. Und der Künstler selber sozusagen spiegelt sich durch seine Zeichnungen in diesem Prozess wieder. Und der Besucher kann auch die Installation begehen, kann sozusagen sich selber von den Versuchen, von der Versuchsanordnung überzeugen und kann tatsächlich von diesem innovativen Projekt ja, viele faszinierende Eindrücke gewinnen.
It's a place in which things and ideas and concepts could be not only imagined but practically done. Instead, you have something which is the description of different points of the brain which are in contact with a certain alphabet, no? Which is subdivided in form of a liquid, ideologic liquid, which are in the small bottles. So every drop can be considered like either a letter, either a word, or a line. You can choose the idea, no? It's the reference of the small bottle, which are connected with Italian or English words, which means part of a set of a conception of something. And it's our relationship with that. So that is the point and the consideration of time. So the time of the prison is a part of a film about the time of the prison. It's a very slow time, you know, you understand with this prison. At the same time, the time of vegetal life and the time in which is connected by the brain. This adventure about freedom and about political tragedy. This is the time of agricultural and floral. This has been shown the first time in a big garden in Berlin, which was done by Giftpflanzen. Mm-hmm. There are no more Giftpflanzen, there are simple plants, smelling, you know. At the same time, this, the same mechanism which is connected, the idea of thinking, could be transformed and translate into the mechanism of dreaming. The brain is unique, no? So the brain is interested in dreaming, interested at the same time in the idea of thinking about something. You know? You can sleep and you can think. You can dream, you can make something. This is a laboratory absolutely mad. Das Besondere an dem Werk von Gianfranco Barrichello ist, dass er wirklich einen ganz eigenständigen Weg beibehalten hat und beschritten hat. Er hat im Prinzip eigentlich immer genau das Gegenteil von dem gemacht, was international in der Kunstwelt gerade angesagt war. Zu Zeiten der Popart, als die Motive größer geworden sind, als die Farben bunter geworden sind, hat er seine Motive immer kleiner gemacht, immer stärker reduziert. Er hat auch die Farbpalette immer mehr reduziert. Das heißt, man hat also auch wirklich Zeit gebraucht, um sich durch seine Kunstwerke durchzulesen, weil sie eben so kleinteilig geworden sind. Also das ist sicherlich als eines der Besonderheiten in seinem Werk anzusprechen. Er hat trotz seiner vielfältigen Ausstellungsbeteiligung, er war mehrfach auf der Documenta vertreten, er hat an mehreren Biennalen in Venedig teilgenommen, ist er doch in, vor allen Dingen in Deutschland auch relativ wenig bekannt, was vielleicht wirklich mit auch an diesem besonderen Weg, an dieser Einzelgängerposition gelegen haben mag. Insofern freuen wir uns sehr, dass wir uns hier im ZKM in Karlsruhe diesem fantastischen Künstler widmen können und mit dieser Ausstellung eben ihm einem breiteren Publikum vorstellen können. Musik